Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Minecraft. Wir waren beim letzten Mal dabei, dass wir hier dieses schöne hässliche Loch hier ein bisschen mit ein wenig Teppich ausfüllen wollten. Warum steht ihr immer noch da? Es ist helllicher Tag. Seid ihr blöd? Ja, da hinten brennt er und ihr brennt nicht. Gehen wir aus dem Schatten raus, ne? Wir wollten ein bisschen Teppich besorgen, damit wir unseren Teppich da ausfüllen können. Das habe ich jetzt auch vor. Wir werden jetzt mal so ein paar Schäfchen suchen gehen. Ich habe schon welche gesehen gehabt dort. So ein bisschen grau, ein bisschen weiß, mixen vielleicht, mal schauen. Hallo Bock, stirb. Wir müssen auf jeden Fall auch noch eigene Schafe anzüchten und uns eine Schere bauen, sobald wir Eisen haben. Und es ist natürlich einfacher. Wobei ich ja auch Fleisch immer gut gebrauchen kann. Ich will heute auf jeden Fall in dieser Folge auch endlich ein Eisenschwert haben und Eisenwerkzeug. Oh nein, 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 nein. Eisenwerkzeug möchte ich auch gerne haben, damit ich dieses blöde Steinzeug loswerde. Das ist auf jeden Fall das Ziel für heute. Und eventuell, wenn ich das schaffe in dieser Folge. Wenn ich das schaffe in dieser Folge, dann auf jeden Fall auch noch ein Feld. Also, wenn ich es nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Aber dann auf jeden Fall nächste Folge. Also, es ist auf jeden Fall eins der nächsten. Hallo Schaf. Eins der nächsten Ziele. Oh, Schafsherde. Da kann man bestimmt noch mehr draus machen aus Wolle, außer das. Ein Teppichchen. Ansonsten können wir auch den ganzen Boden mit Teppich aushöhlen. Komm hier, Schaf, stirb! Außerdem werden wir noch mehr Teppich brauchen, wenn wir dann unsere Festung in dem Berg bauen. Unsere Bergfestung. Unsere Zwergbergfestung. Okay, Marvin. Es reicht. Ist gut, okay. Ganz ruhig. Komm her. Gut, 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 gut. Geht doch. Wunderbar. Töten wir mal ein bisschen die Schäfin hier nochmal einen Augenblick. Da haben wir noch ein schwarzes Schaf. Viele schwarze Schafe hier. Viel Inzucht in der Familie. Oh oh. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Kühe, damit wir uns immer eine Lederrüstung im Zweifelsfall noch schnell craften können. Wenn wir mal gerade kein Eisen mehr haben, haben wir wenigstens einen unbegrenzten Vorrat an Kühen. Das wird auf jeden Fall das nächste sein, was ich mir anlocken werde. Aber erstmal kümmere ich mich darum, dass wir unsere Zucht von Hühnchen und Schweinchen noch etwas vergrößern. Und Pferd. Pferd hätte ich auch gerne. Reiten kann man ja, glaube ich. Ja, die muss man zähmen oder so, glaube ich. Und einen Hund will ich auch auf jeden Fall haben. Also müssen wir auf jeden Fall auch ein paar Skelette noch zerstören. Damit wir die Knöchel einkriegen, damit wir uns ein Hühnchen holen können. Wie ihr seht, ich habe mich schon ein bisschen informiert, wie das Ganze funktioniert. Aber ich weiß, wie gesagt, noch nicht alles. Na komm, hopp. Ich brauche auf jeden Fall auch noch einen anderen Skin, weil ich spiele irgendwie momentan eine Frau. Aus Versehen. Ich weiß nicht, muss ich auf jeden Fall nochmal wechseln, das Ganze. Wobei, ist ja auch nicht schlimm. Spiele ich halt eine Frau, bin ich wenigstens hübsch. Bin ich ja sonst, oder bin ich hübscher? Hm. Wie viel haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 5x grau, 10x weiß. Das dürfte ja reichen, damit wir unser Teppichchen bauen können. Und dann werden wir, wenn wir schon hier sind, da vorne habe ich eine Höhle gesehen. Und beim Vorbeirennen habe ich auch ein wenig... Da, oh, ich bin schon wieder fast reingerannt. Da habe ich auch ein bisschen Eisen gesehen. Wir müssen nur irgendwie da runterkommen, ohne zu sterben. Könnte schwierig werden. Eine Schlucht, richtig schön, aber... Gehen wir mal gucken, wo wir da reinkommen. Da vorne ist auch noch ein Loch. Und da ist auch ein Loch. Hallo? Nein, da ist nichts gut. Schauen wir mal, wo wir da reinkommen. Das sieht schon vielversprechend aus hier. Wunderbar, hier kommen wir runter. Super. Eisen. Chuckabock. Er spricht mit mir, hört ihr das? Ach, hier war ich schon mal. Bei meiner Erkundungstour. Und habe ich das Eisen nicht gesehen? Oder ich dachte mir, ich sammle das ein, wenn ihr da seid, damit wir zusammen epischerweise das erste Mal Eisen einsammeln gehen. Oder es sind nicht meine Fackeln, aber eigentlich... Stehen ja, glaube ich, so nicht Fackeln hier in der Welt rum, oder? Ich weiß es gar nicht. Außer bei der Bonustruhe vielleicht. Ja, das geht ja gut los. Wir haben viel Eisen hier auf jeden Fall. Oh, da kommt noch mehr. Perfekt. Können wir uns einen Eimer bauen, wir können uns eine Schere bauen, wir können uns eine Waffe bauen, eine Spitzhacke, eine Schaufel. Oh, oh. Oh, wir können uns alles bauen. Ich brauche aber noch viel mehr. Vielleicht können wir da noch eine Metallrüstung bauen. Oh, das wäre schön. Eine Rüstung, damit ich nicht so schnell sterbe. Kohle nehmen wir auch gleich mal mit hier. Brauchen wir auch immer. Sonst können wir das Eisen ja gar nicht machen. So. Oh, da ist ja noch mehr. Ich freue mich schon auf die Vorkommen weiter unten, wenn wir dann Diamant haben und was nicht so alles gibt. Oh, ich höre ja gar nicht mehr auf da. So viel Kohle. Kohle. Ich will auch so viel Kohle haben. Das wäre so schön. Das ist jetzt aber der letzte Block. Ja, super.
Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Aber hier war ich doch niemals drin. Das Eisen hätte ich doch nicht übersehen können hier. Oder können doch Fackeln so rumstellen. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare rein, ob man hier in Minecraft einfach mal so eine Fackel mitten im Nirgendwo finden kann. Vielleicht von unseren Bewohnern, die hier so rumleben. Ich weiß nicht. Da bist ja das Schaf, was wir gesehen haben. Nehmen wir auch leider mit. Haben wir gleich 11. Passt. Man kann es ja auch irgendwie färben oder so noch. Ne? Spricht schon wieder mit mir. Er ist ein Stalker. Okay, schauen wir mal. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Oh, das geht auch noch weiter runter. Perfekt. Ja, super. Da oben ist Kohle, kommen wir da irgendwie hoch? So vielleicht. Und dann noch rauf. Und dann können wir das da, ja, perfekt. Nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit. Da kann man ja nie genug von haben. Außerdem steigert das ja auch unser Level. Langsam aber sicher. Das brauchen wir auch später, um Verzauberungsscrolls oder so ein Kram zu machen. Wenn ich mich richtig an meine Informationen erinnere. Also ich habe auch viele Informationen von meinem kleinen Bruder erhalten. Der hat viel Minecraft gespielt. Sehr viel Minecraft gespielt. Spielt es inzwischen nicht mehr. Hat sich daran satt gespielt. Aber er hat was, weiß natürlich relativ viel darüber und hat mir so ein paar Sachen gesagt, die ich erstmal als Grundwissen wissen sollte, um das spielen zu können. Weil nur weil jemand sagt, spiel das mal, muss ich auch wissen, wie es geht. Ansonsten wäre es ja schlecht. Und so ein bisschen Grundwissen ist ja, glaube ich, nicht schlecht. Bei anderen Spielen lernt man das natürlich beim Spielen, aber hier ist natürlich durch das Wissen, wie man was baut und so, das kann man sich auch tot suchen ansonsten. Hier ist viel Eisen. Vielleicht finden wir echt genug, dass ich am Ende noch eine Rüstung bauen kann. Das wäre richtig cool. Zumindest so ein, zwei Teile wäre ja schon ganz nice. Da hinten wächst eine Pflanze im Wasser. Ein Mini-Wasserfall unterirdisch. Noch ein bisschen Kohle. Davon haben wir eigentlich auch schon recht viel. Ich habe auch noch was zu Hause, aber man kann ja eigentlich nie genug davon haben. Eigentlich. Ich weiß nicht. Werden wir bestimmt noch öfter brauchen. Dass dieser Sand da immer runterfällt, ne? Ätzend. Oh. Schaden? Ah, Hunger. Ah, ich vergesse es immer wieder, dass ich essen muss. Zum Glück habe ich ja was mitgenommen. Und Radieschen. Rote Beete. Rote Beete. Hier stehen auf rote Beete. Macht nur einen halben. Ach du Scheiße. Dann können wir ja nicht mal allzu lange hier bleiben. Obwohl, da habe ich noch rohes Fleisch. Das hilft mir auch nicht wirklich weiter. Dann sammeln wir noch einen Augenblick ein hier und dann gehen wir erstmal wieder zurück. Hier ist auch noch eine Fackel. Aber hier war ich doch nicht. So weit bin ich gelaufen. Ich habe ein bisschen Holz gesammelt. Mehr habe ich auch nicht gemacht. Egal. Gehen wir erstmal raus. Wir haben jetzt Eisen. Wir haben jetzt ein da. Vier, oh, 65 Eisen haben wir. Heftige Sache. Und hier ist noch mehr. So viel Eisen. Okay. Naja, es gibt ja auch sehr viel, was man aus Eisen bauen kann. Und was wahrscheinlich gar nicht mal so günstig ist, auf Dauer gesehen. Oder geht's noch weiter runter? Super. Das habe ich gar nicht erwartet, dass ich bei meinem ersten... Hallo? Fall mal nicht runter, du Arsch. Habe ich gar nicht erwartet, dass ich bei meinem ersten Mal Eisen suche, gleich so viel Eisen finde. Meine erste Höhlenerkundung ist ja richtig gut vorangegangen hier. Blödes Fallzeug, das nervt mich jetzt schon. Ach, hier geht's. Ah, nee, da war ich unten. Das war echt gut. Weg hier. Da sind die Häuser oben. Er schreit schon wieder. Warum schreist du so? Hast du was Tolles irgendwie? Papier. Also brauchen wir dieses Zuckerrohr, ne? Für Papier. Hier ist eine Tür. Wir haben gar nicht in Ruhe durchgeguckt hier letztes Mal, ne? Packen die eigentlich hier was in die Truhen rein irgendwann zwischendurch? Nein, packen sie nicht. Schade. Hätte sein können. Hätte Glück haben können. Oh, das wäre wirklich voll Nerven da, wenn man dann in den Dorf drin ist und die sagt, von allen Richtungen. Schrecklich. So, jetzt gehen wir mal schnell zurück und schmeißen mal das Eisen in unseren Ofen rein. Zack. Einmal auf, ein bisschen noch Kohle dazu, 59, dann das Eisen oben rein. Dann brauchen wir ja bald zwei Öfen hier, wenn das so weitergeht. So, jetzt machen wir mal schwarze Wolle.
Und weiße Wolle, weiße Wolle, weiße Wolle. Oh, ein schöner karierter Teppich haben wir. Einen schönen karierten Teppich haben wir, mein Gott. Jetzt könnte man theoretisch noch mal ein bisschen ausweiten hier, indem wir das noch wegnehmen und das noch wegnehmen. Und dann machen wir da noch einen weißen in die Mitte. Da kommst du direkt hin, wir haben mehr schwarze, noch zwei... Hallo? Hallo? Dankeschön. Oh, perfekt, haben wir so einen schönen Karo-Teppich zum Eingang. Wir haben noch mehr Eingänge, da müssen wir uns noch was einfallen lassen, sowieso. Aber naja. Die Eier können zu den anderen Eiern. Dann haben wir Erde, rohe Chicken, Federn, ganz viel rohes Essen haben wir auch. Wir brauchen, ich glaube, wir bauen direkt mal einen zweiten Ofen, dann können wir parallel arbeiten, das ist, glaube ich, besser. So. Heiße Angelegenheit, Erfolg. Dann machen wir mal das Fleisch da rein, teilen die Kohle mal auf und machen die Kohle mal da rein. Alles. Super, jetzt machen wir Essen, das passt auch. Und dann können wir ja mal gucken, wo wir unser Feld hinbauen. Hier draußen Wasser haben wir ja auf jeden Fall und dann brauchen wir nur einen Platz, wo wir unser Feld hinsetzen können. Ich weiß gar nicht, irgendwo in der Nähe würde ich sagen, hier vom Wasser würde ich sagen. Machen wir den Baum mal einmal weg hier. Falsche Waffe. Kein Wunder, dass es so lange dauert. Oh, oh, oh. So, dann dürfte er sich ja auch auflösen. Und da läuft ein Zombie rum. Ach ja, sollten wir vielleicht mal schlafen gehen erstmal, bevor wir hier anfangen rumzubauen. Die Tür auch nochmal zu hier. Alle Türen sind zu, perfekt. Und einmal ins Bett. Nicht, dass wir beim Arbeiten angegriffen werden. Der brennt. Da ist eine Spinne, aber weit weg. Lass mich in Ruhe. Geh weg von mir. Ich würde sagen, wir bauen uns irgendwie so ein... Wow! Lass mich in Ruhe. Warum rennst du mir jetzt daher, du Arsch? Geh weg. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, muck mich mal hier nicht an, ne? Ich würde sagen, wir bauen uns hier jetzt irgendwie was hin. Das ist viel besser, glaube ich. Bauen wir uns hier so... Erstmal so ein Zack, 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 Zack. Und dann bauen wir uns hier so ein kleines viereckiges Feld hin, wo wir das Erntegut dann reinpacken können. Das wäre natürlich ganz super schön dann. So, ein bisschen frei gemacht. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal erstmal so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und hier nochmal rum. Wie groß machen wir das denn? Wie viel brauchen wir denn? Weiß ich gar nicht. So ein riesiges Feld brauchen wir jetzt momentan eigentlich noch gar nicht, weil wir haben ja erstmal nur... in Anführungsstrichen, bisschen Hunger. Oh, das war eigentlich zu früh. Machen wir das mal weg hier. Dann baue ich es nämlich bis nach hinten durch. So. Da nochmal rum. Das passt auch perfekt, das ist cool. Warum ist das jetzt da schon passiert? Das kann es doch nicht sein. Auf die Blume rauf. Ach was. Ah. Die Blume muss weg. Gut, Blume ist weg. Nerv mich nicht, Zombie. One-Hit-Killer hier, boy. So, schauen wir mal. Da nochmal einen hin, da nochmal einen hin, da und da. Oh mein Gott, das kann es doch einfach nicht sein. Jetzt haben wir hier so ein viereckiges und buddeln wir da hinten nochmal die Erde aus. Machen da auch nochmal ein Stück Holz rein. Dann haben wir hier schon mal viereckiges und dann brauchen wir ein bisschen Erde, die wir dann reinmachen können. Und dann brauchen wir Wasser natürlich. Dann sammeln wir mal ein bisschen Erde. Ich brauche unbedingt Metallwaffen. Metallwaffen, Metallwaffen sind viel besser. Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen immer eine Line und dann Wasser, Line, Wasser, Line oder sowas, ne? Falls ich das jetzt voll umständlich baue, schreibt es mir doch in die Kommentare, damit ich es dann nochmal besser nachbauen kann. Ansonsten werde ich natürlich selber später im Verlauf nochmal gucken, wie ich eine selbst abfarmende Farm bauen kann, aber jetzt erstmal, wo ich ja immer dem Hungertod nah bin, brauche ich erstmal schnellstmöglich irgendeine kleine Farm, damit wir ein beständiges Einkommen an Essen haben. Haben wir natürlich auch über die Schweine eigentlich, aber ich will die armen Schweinchen, die mir gehören, nicht töten. Ich kann doch nur andere Schweinchen töten. Erde. Nein, das wollte ich gar nicht. Runter. Na toll, das Ding ist ein zu wenig breit. So ein Scheiß aber auch. Oh Mann, da habe ich wieder Mist gebaut. Muss ich nochmal nachkorrigieren gleich. Mann, wächst da schnell Gras drauf.
gerade mal hingelegt und schon ist er wieder ein Grashalm. Also eine ganze Grasmatte ja eigentlich. Das muss ich nochmal nacharbeiten hier gleich. Mein Erde ist auch alle. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Erde. Super. Machen wir den Rest hier auch nochmal dicht. Und dann müssen wir es nochmal abarbeiten hier. Geht das zum Glück schnell mit unserer super tollen Steinaxt, die wir haben. Naja, es geht ja. Es dauert ja nur ein paar Sekunden, dann haben wir das wieder weg und dann machen wir das nochmal ordentlich, nochmal schön und strukturiert danach, damit wir von Anfang an auch schön bauen. Da wir ja eigentlich den Großteil des Spiels, also unsere Hauptbase hier auch lassen wollen, da ich an den Berg rein möchte, also sollte meine Farm auch von Anfang an wenigstens einigermaßen strukturiert aussehen. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann würde ich gerne das Loch da hinten nochmal zumachen, damit wir auch immer schön hier hinkommen. So, mache ich die drei erstmal da rein und dann werden wir erstmal Wasser holen. Dazu brauchen wir einen Eimer. Eimer. Erstmal Metall. Oh, EP. Erfolg Schmiedekunst erzielt. Juhu. So, haben wir mal einen Eimer hier. Und dann gehen wir mal ein bisschen Wasser holen. Zum Glück sind wir ja relativ nah am Wasser dran, daher ist natürlich relativ einfach für uns das Ganze. Nein, es ist kein Wasser, es ist ein Wasserfall, wo ich kein Wasser holen kann. So wie es aussieht. Es ist also doch nicht so einfach, wie ich dachte. Scheiße. Scheiße sagt man nicht. Scheiße macht man. Wo haben wir jetzt hier ein stilles Gewässerchen? Wir brauchen eigentlich nur ein stilles Gewässerchen. Aber wo kriegen wir das her? Das ist der Wasserfall. Irgendwo muss doch ein stilles Wasser hier sein. Bei den Bauern. Bei den Bauern, da finden wir stilles Wasser. Da dürften wir stilles Wasser finden. Lauf. Aber er lahmt schon wieder drum. Habe ich eigentlich irgendwie Ausdauer oder sowas, dass er dauernd mal laufen kann und dann kann er wieder nicht mehr laufen? Jetzt muss ich hier 300 Mal hin und her rennen, um mein Wasser zu füllen, ne? Ich klaue einfach deren Wasser, egal. Ist nicht so schlimm. Man konnte doch irgendwie, hatte mein Bruder erzählt, so ein unendliches Wasserloch bauen, wo man unendlich lange rausholen kann. Wie war denn das? Ich weiß das nicht mehr. Mist. Ach, so, das füllt sich ja fast, das füllt sich ja ziemlich doll mit einem so einem Schippe. Dann brauche ich ja nur 2-3 Mal laufen, dann passt das wahrscheinlich schon. Dann haben wir aber wenigstens eine Brotzufuhr, das ist ja schon mal ganz cool, oder Radieschen oder was auch immer wir da anpflanzen. Da schauen wir dann mal. Wobei, Papier können wir ein bisschen anpflanzen, also wenn wir irgendwie so ein Schilf irgendwo sehen, nehmen wir das gleich mal mit. Und werden dann mal versuchen, ein bisschen Papier zu machen, mit dem wir unseren ersten Smaragd auch besorgen können. So ein Smaragd ist bestimmt schön. Den kann man eventuell irgendwann mal gebrauchen, wenn wir was von den Dorfbewohnern brauchen, was die irgendwie, wenn die was Tolles haben oder so vielleicht. Ich weiß nicht, ob die überhaupt jemals was Tolles haben. Vielleicht ist das ja so ein Spiel, wo die Dorfbewohner einfach völlig überflüssig sind. Ich weiß nicht. Irgendwie läuft das nicht so toll, wie ich das gerne hätte gerade. Unterwegs habe ich noch rote Beete. Ich sage immer Radieschen. Ich weiß gar nicht warum. Die sehen für mich aber so ein bisschen aus wie Radieschen und nicht wie rote Beete. Wobei, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie eine komplette rote Beete aussieht. Ich kenne sie nur aus dem Glas. Okay. Jetzt klauen wir das ganze Wasser hier weg. Oh, oh. Wir müssten eigentlich mehrere Eimer bauen. Dann könnten wir die alle voll machen. Dann bräuchten wir nicht so oft laufen. Aber was soll ich mit so vielen Eimern? Wir können Lava da... Oh ja, wir können uns Lava holen und dann können wir das in unseren Ofen reinstellen. Das ist, glaube ich, beständiger für 100 Sachen oder irgendwie so war das. Wenn ich mich da auch richtig erinnere. Das kann sich ja nur um 300 Jahre handeln hier. Wir brauchen nochmal einen Eimer hier. Nehmen wir mal 3 Eimer mit, damit dürfte es ja schneller gehen. Tür wieder zu. Wir bauen uns auf jeden Fall auch Drucktüröffner für die Tür, damit wir die nicht immer auf und zu machen müssen. Weil ich vergesse es bestimmt ein paar Mal, die zuzumachen. Das wäre dann wahrscheinlich nicht so geil. Dann kommen wir nach Hause und dann habe ich da so eine Spinnparty drin. Hey, Bruder, was geht? Wir fressen dich jetzt auf. Nein, warum tut ihr sowas? Weil du deine Tür aufgelassen hast und keine Drucktüröffner eingebaut hast. What the fuck? So in etwa würde das dann aussehen.
Noch ein Eimer Wasser, noch ein Eimer Wasser. Überall kommt Wasser rein. Es sieht noch nicht so toll aus, wie ich es gern hätte, aber es ist schon mal ein Anfang. Machen wir erstmal ein bisschen Feldbau kurz fertig, dann kann es gleich mal wachsen hier. Dann dauert das nicht 3000 Jahre hier. Ist auch gleich schon feucht, also es klappt auf jeden Fall so, wie ich mir das gedacht habe bis jetzt. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt brauchen wir nur noch Saat, die wir natürlich nicht dabei haben. Die liegt natürlich drinnen, warm und trocken in unserer Truhe. Wie soll das auch anders sein? Wir nehmen mal ein bisschen Weizen mit. Und ein bisschen rote Beete vielleicht. Machen wir mal eine Strippe rote Beete und eine Strippe Weizen, würde ich sagen. Dann haben wir ein bisschen Vielfalt in dem Ganzen drin. Machen wir erstmal die Weizenkörner. So, hallo. Buggy? Lol. Was war das denn gerade? Bin voll eingebackt gerade. Komisch, komisch, komisch. Oh, ich bin Landwirtschaft. Man, ich bin ein Bauer. Machen wir nur eine Spur rote Beete, weil ich glaube, davon brauche ich nicht so viel. Weizen ist erstmal wichtiger. Ein bisschen rote Beete möchte ich schon haben, damit ich ein bisschen Vielfalt habe. Meine Karotten sind auch alle irgendwie. Bin ja gestorben gewesen einmal mit meinen tollen Karotten drin. Toll. Super hast du das gemacht, Greg. Das hast du so toll gemacht. Du bist großartig. Großartig. Ja, ich weiß. Holen wir nochmal 3 Eimer und dann passt das auch erstmal, denke ich. Dann mache ich das im Nachhinein nochmal. Schön glatt, wenn ich gerade nicht aufnehme. Aber 3 Eimer machen wir nochmal. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das so reicht. Ich weiß das nicht, wie voll das sein muss, damit das auch alles bewässert wird letztendlich. Lauf, lauf doch. Du bist so langsam. Oh, wir haben ganz viele Eier. Die müssen wir auf jeden Fall auch nochmal holen dann gleich. Da kommt noch einer rein. Da kommt noch einer rein. Und da kommt noch einer rein. Perfekt. Das sieht ja schon mal viel besser aus hier. So, dann haben wir die Folge auch schon wieder fertig. Wir haben ein bisschen Eisen gefunden. Wir haben uns einen Eimer gebaut. Das haben wir hinbekommen. Und wir haben sogar das Feld schon angelegt. Damit wächst unsere Farm ins Unermessliche. Also, sagen wir mal 0,5% von dem, was wir am Ende erreicht haben wollen. Aber naja, es ist ja schon mal was. Und dann hoffe ich, dass euch das Ganze, was wir hier veranstaltet haben, gefallen hat. Und dann freue ich mich super über ein Abo, damit wir uns dann öfter mal sehen können. Und über Feedback in den Kommentaren umso mehr. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Haut rein, euer Rake.